Knutschen, haben wir immer noch knutschend roten im Rock, den Sonnenuntergang. wir spucken, oder geht's Ja, schon wieder? dauert wie gesagt 6 plus 1 wie 6 Tage und die letzten Auswirkungen des blutigen Rotzes, schniefige, blutige Nase, könnt ihr nochmal wegwischen oder könnt ihr euch nochmal knutschen. Du kannst jetzt Okay. meinetwegen auch nochmal deinen Hexenspeichel wirken, wenn du willst. Das würde ich Gut, dir das jetzt probiere ich nochmal erlauben. nochmal. Habe ich da auch die Erschwernis wegen dem THW oder ist der ganz normal dann? Ja, Eitelkeit plus 6. Also auch auf den Ach Tower? so, ja, auf die Betörenprobe wäre das auch, also plus minus 0. So betört bist du gar nicht. Ja, aber auch auf den Zauber, auch plus 6. Also Eitelkeit ist gerade voll und ganz getriggert. Du bist im Dschungel, du bist nicht wirklich sauber. Wo, wenn nicht jetzt, triggert Eitelkeit? Ja, dann hätte ich trotzdem geschafft, Gut, den dann Hexenspeicher. kannst du ihm gerne Lebenspunkte wiedergeben, wenn du willst. Habe bisher noch keine abgetragen, weil Frosty mir nicht gesagt hat, dass ich durch die Krankheit das verloren habe. Das wäre dann mit Konstiproben zu klären. Man verliert Weil das wäre schon eigentlich wichtig, wie viel ASP ich da reinstecke, ne? Konstitution. W3 plus 1 pro Tag. Man kann das mit gelungenen Konstitutionsproben noch einmal halbieren. Ich gebe euch gleich einmal einen durchschnittlichen Schaden. Das heißt, jeder kann einfach mal 3 W3 werfen. Und 3W3 sind dann die SP, die ihr bekommt. Also einfach 3W6 und dann den Schaden halbieren. Das könnt ihr dann für euch jedes Mal eintragen und dann Ich hab mal gehen wir gleich. 3D3 gewürfelt. Okay, dann. Autsch. Nee, du hast 3W6 gewürfelt, Ich Talan. weiß, ich weiß. Aber Aber ich egal, sehe halbiert ist das gleiche dann 6 in 6. Punkte. Wie werfe ich nochmal Fünfzehn ein halbe. D3A hier? 15 halbe sind 16. 8. Also ich bekomme 8. jetzt. Also das ist dann der volle Schaden, den man bekommt von Genau, 3W3, ne? genau. Jetzt also einfach mal so durch Die den streiche ich blutigen mit einfach von meiner Rotz. Lebensenergie erstmal voll ab, richtig, Genau, Frosty? und jetzt, genau, Mache ich. richtig. Und dann kann Wascha die wieder heilen, wenn sie will. Wie viel hast du verloren, Oha. Johnny? Sagen wir so, Rodrigo scheint nicht stark angeschlagen zu sein. Er scheint sich nicht anmerken zu lassen, er scheint auch nicht wirklich Schwäche zu zeigen oder auch zu haben gerade. Also er Egal, ich scheint nicht gebe dir schwer das angeschlagen zu Gesamt sein. wieder. Ich hätte dir so 7 gegeben, weil das wäre so die Hälfte gewesen ungefähr. Dann hätte ich dir jetzt einfach 6 zurückgegeben, weil dann hast du voll wieder drauf. Okay, dann streiche ich mir 6 wieder dazu, damit ich wieder voll. Jo, du merkst anscheinend, neben dem ganzen Hormonschwang, den es mit sich bringt, Wascha zu knutschen, ne, geht es dir auch gesundheitlich Ich plötzlich sehe gerade, mein besser. Lebensenergie ist gerade gesenkt durch meinen gesenkten Attribut, aber das, ja. Auf den blutigen Rotz gibt es ja, wie gesagt, eine Wahrscheinlichkeit, dass man auch an einer blauen Keuche erkrankt. Spare ich mir jetzt aber mal, weil ich die ganzen Konsti-Würfe da oder die prozentualen Werte werde ich jetzt nicht für jeden hier durchführen. Das sparen wir uns, wie gesagt, aber Wascha, dir ist auf alle Fälle klar, dass aus dem blutigen Rotz, wenn es nicht behandelt ist, die blaue Keuche resultiert. Und das ist in dieser Region der ganz, ganz sichere Tod. Das habe ich ja auch gesagt, Rodrigo, Richtig. damals, als wir Ich weiß, gegangen aber es gab sind. keine andere Option. Wenn wir da geblieben Ja. wären, wären im Endeffekt alle krank Ist halt geworden. so, ja. Genau, das ist jetzt ein ganz hartes Los und das ist eine ganz harte Entscheidung, die er treffen musste. Er hat jetzt aber vielleicht mal später gesagt, pass mal auf, ich bin auf die Entscheidung nicht stolz. Aber da zu warten würde bedeuten, nur zu warten, bis die Nächsten leider krank werden, uns gehen die Nahrungsmittel aus. Ich muss die Entscheidung treffen, weiterzuziehen. Und du hast Richtig. natürlich recht, dass es keine gute Entscheidung ist, aber die andere Entscheidung ist noch tödlicher. Also Also deswegen habe ich ja ihr auch geht Rodrigo gerade geheilt, weil er quasi. eben der Anführer ist Ja, quasi. ihr geht Deswegen hat quasi er. gerade alle irgendwie am Krückstock und euch geht es richtig, richtig schlecht. Ich fokussiere nochmal. Wir sind jetzt, also hier war das Echsenlager, Seltach. Hier habt ihr dann das kleine letzte Dorf mitten in den Bergen getroffen, wo dann der Zartag gefeiert wurde. Und dann seid ihr mit dem Eukulizaner hier durch die Berge hindurchgestiefelt, was dann sehr, sehr lang dauerte. Und zum aktuellen Zeitpunkt seid ihr gerade in den Ausläufern der Berge von Amran-Anji. Irgendwo unter euch gibt es natürlich noch weitere Bergklippen, aber ihr seid schon wieder durch das Gröbste hindurch, wieder in Richtung des Regenwalds blicken. Ihr könnt die Küste nicht erkennen, das ist zu weit weg. Dampfender Dschungel, viele, viele Bäume. Vielleicht im Hintergrund eine ganz leichte Andeutung am Horizont von sowas wie Ozean. Und Brintigian weiß auch, dass da dann irgendwann das Perlenmeer wieder anfängt. Oder der Maraskan-Sund. Aber ja, ihr seid irgendwo gerade jetzt hier und in den nächsten paar Tagen könntet ihr an der Mine ankommen. Das müsste dann eine Karte klären, da diese Mine quasi versteckt ist. Da Ja, an muss. dem Tag, wo wir jetzt sind, schaut Rodrigo mal auf die Karte, und sagt, komm, Kasim, wir schauen mal zusammen auf die Karte. Lass mal gucken.
und Ja. schaut mit ihm zusammen und will sich ganz gerne von Kasim assistieren lassen. Ja, Kasim, hatte dir den einen W20 gewürfelt? Hast du es gesehen? Habe ich gesehen. Ja, und wie war das? Wir dürfen jetzt noch Konstitutionsproben werfen, um den Schaden durch die Krankheit zu halbieren, oder? Nee, lassen wir bleiben. Also quasi bekommst du für jeden Tag 1W3 plus 1 und mit einer Konzi-Probe wäre das halbiert. Ich habe jetzt einfach mal 3W3 Schaden gegeben Okay, für ja. jeden und dann lassen wir die Konzi-Proben weg, weil das wird jetzt einfach nur ein heilloses Gewürfel und da habe ich keine Lust zu. Okay, ja. Ja, Ja, dann also hat Kasim sich Enrico auch möchte ganz gerne sich von gewaschen. Kasim die Karten anschauen und möchte ganz gerne, dass Kasim da ein wenig assistiert und auf Dinge hinweist. Kasim kommt dann irgendwann auch wieder zurück. Wahrscheinlich jetzt nicht mehr ganz so sehr stinkend. Ja, wie gesagt, Rodrigo, ach genau, die Tanzszene war eigentlich noch gar nicht vorbei, aber ja. Während des Tanzens, ja, wirst du dann vielleicht merken, dass er dann immer anfängt, sozusagen auch mal so irgendwie so ein bisschen an dir rumzufummeln, Wascher. Seine Finger scheinen nicht ganz so bei sich zu halten. Also dir geht's ja schon besser, dadurch, dass ich dich ja gerade wieder voll Ja, gemacht habe. aber das scheint ja nur sozusagen seine Neugier, Lust und was auch immer da jetzt sozusagen gerade zu tragen kommt, wahrscheinlich die Mischung aus beidem, beflügelt zu haben. Ja, durch meine gesenkte Eitelkeit muss ich leider. Wahrscheinlich würde sich ein bisschen zieren und würde dann auch zwischendurch sowas sagen. Ja, momentan sehe ich nicht so schön aus und meine Haare, und guck mal und. Ja, ich finde, dass du gut aussiehst, aber ist okay, dann ja, verschieben wir das. Ein wenig, ja. Er versucht das geknickt sein, ein wenig runterzuspielen. Rodrigo, sei nicht böse darüber. Es ist wirklich nur momentan, ich weiß nicht, wir sind so dreckig und alles ist irgendwie meine Klamotten und guck mal, sie zeigt immer so ihre ein bisschen verfilzten Ja, du hast Haare. schon recht, das sah schöner aus, als ich die im Lager gesehen habe, das Kleidungsstück, aber das kriegen wir. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal hinkriegen, aber zumindest können wir bestimmt ein neues kaufen, wenn wir irgendwo sind, wo es wieder was zu kaufen gibt. Und wenn wir Außer vielleicht ein bisschen Halbinsel. ungestörter sind, als dass uns hier alle auf dem Felsen sehen können. Ja, du hast recht, ich sollte mich mehr wie ein Offizier benehmen. Er Aber ich küsst dich küsse dich nochmal wirklich gerne. ganz kurz auf die Stirn. Danke Und sie für packt den dich Tanzunterricht. nochmal und knutscht dich nochmal auf den Mund, nach Motto, so geht's nicht. Da kann es nicht aber wieder gehen. Lieutenant Ramirez, ihr solltet die Gelegenheit nutzen. Ihr wisst doch, was für das ist gefährlich. Vielleicht ist das Wir die sind letzte Chance. gerade ein bisschen abseits gegangen, extra sozusagen, dass uns keiner Genau. jetzt Okay. direkt sieht. Also wenn du uns nicht nachgelaufen bist, dann Nee, dann wäre sage das ich, jetzt. dass wenn du zurückkommst. Und Ephadias, gut. Rodrigo, es macht euch nicht schwach, wenn ihr, naja, sowas etwas auslebt, habe ich zumindest mal gehört. Ich hörte, alle großen Herrscher tun es. Ständig, sogar mit vielen Frauen. Er zuckt ein wenig die Schulter. Mein Vater hat immer zu mir Rassenschande gesagt. Keine Ahnung. Bei dem Thema scheint er etwas betrüppelt zu sein und ich gehe mal zu den anderen. Ich muss die Karten noch überprüfen. Ja, sie hält dich an der Hand und geht einfach hinter dir her. Lässt deine Hand nicht los, wenn du jetzt Ja. nicht dich Rassenschande, wer losreißen weiß, wie das würdest. gemeint ist. Das ist ja schließlich ein Torvaler-Tulamiden-Mischling, den du gerade an der Hand hast. Ich dachte, du kennst Ja, deinen Vater gar nicht. ich bin Mittelländer Tulamidenmisch, Ja, nein, insofern. nein, Frosty, er meint ja auch nicht seinen echten Vater, sondern denjenigen, Achso. der Vater von seiner Mutter. Ja, Aber den Mann das hat von er seiner nicht ganz Mutter. genau erklärt. Du hast natürlich recht, aber das hat er einfach nicht richtig erklärt jetzt gerade. Halt, man hält dich einfach an der Hand fest, oh, scheint es gar nicht so, scheint gleich so drauf einzugehen, versucht dich das ein bisschen aufzumuntern, dir noch so zuzulächeln und geht wieder mit zu den anderen zurück. Du merkst, dass er bei dem Thema vielleicht ein bisschen hart wird und also nicht in der Hose, sondern irgendwie so charakterlich, so ein bisschen verbissen und so. Und schaltet dann, wenn Ephadias ihm das sagt, ja, Ephadias, komm mal mit. Und da lass mal zu Kasim gehen. Wir müssen aber die Karten überprüfen. Vielleicht könnt ihr mir dabei helfen. Ich nehme an, du lässt deine Hand dann auch los. Er scheint deine Hand dabei nicht loszulassen. Er scheint dich dann sozusagen, nachdem er Ephadias angesprochen hat, einfach deine Hand weiterhin festzuhalten und am Lagerfeuer vorbeizugehen, seinen Rucksack zu schnappen, den aufzusetzen, wo die Karten drin sind und Richtung Kasim zu marschieren. Dann Also geht wer man da einfach mit mit dabei ihr. sein will, kann da natürlich auch dabei sein, jetzt Richtung von Jalan und DJ. Ja, den Rucksack, den er jetzt gerade mit einer Hand nur geschultert hat. Stell dann vor sich ab. Kasim, lass mal kurz hier ein bisschen. Er setzt sich in den Schneidersitz hin, lässt dabei deine Hand los und ja, öffne den Rucksack, lass mal kurz die Karten überprüfen und Ephadaios, dass wir hier gucken, wo wir wohl ungefähr sind und wie weit wir wohl noch müssen. Ich bin im Kartenlesen nicht der Beste. Ich habe das noch nie gemacht, aber ja. Du hast gesagt, vielleicht verstehst du was davon. Jetzt sind wir schon so viele Tage unterwegs, ich muss gucken, ob ich hier richtig, ja, ob ich hier noch Ja. irgendwas erkenne.
Ich hauch dir einen Biss später ins Ohr, kraul dir nochmal so ein bisschen in den Nacken und dann würde ich mich aber auch verkrümmeln, weil davon habe ich keine Ahnung. Können wir nicht Neukolizaner fragen? Ich meine, der wird doch schließlich wissen, wo er hinläuft. Ja. Er dreht kurz den Kopf Richtung Washer, zwinkert ihr einmal zu, lächelt sie dann an. Ja, dann hol mal ganz kurz den Neukolizaner. Vielleicht weiß der mit den Karten umzugehen. Vielleicht hat er aber auch alle Dinge nur im Kopf. Nein, der Neukolizaner kann quasi keine Orientierungsproben geben oder sowas. Er kann der Spinne veranlassen, geradeaus zu gehen und dann meidet ihr asphalotische Perversion. Also so etwas wie Temperaturstürze oder Wandlung. Das heißt, er hat euch ja bereits erklärt, dass es sowas gibt wie Hexenkrallen, die an einem wachsen oder dass die Haut verflüssigt und sie einfach vom Körper abfließt. Solche Dinge vermeidet ihr mit dem Neukolizaner, aber er kann euch keine Hilfe geben, am Amran Anji, doch gerade mit Karten. Also sowas tut er nicht, der geht sehr intuitiv vor. Okay, dankeschön trotzdem. Und dann wird man mit Kasim und Efa da jetzt ein wenig über die Karten schauen, debattieren. Ich würde ganz gerne, dass die beiden versuchen, mir zu assistieren und ja, das ist so das, was Rodrigo versucht. Sich auf den Karten zu orientieren mit den Tipps seiner beiden Berater, Kasim und Efadaios. Wenn Brindijan da dazukommen will, kann er das gerne einfach tun. Ja, er kommt auf jeden Fall mit und schaut euch mal über die Schulter. Also ja, dann steht er auch da und schaut euch über die Schulter, aber hält wohl, weiß ich, die Klappe, weil er keine Ahnung hat. Busti, wie geht das jetzt? Was machen wir jetzt? Ja, eine Kartografieprobe, sie ist erschwert um 2, wenn ihr dann jetzt zusammen mit den mit den Karten... Okay. Vom ich habe keine Kartografie, was ist mit den anderen? Orientierung sonst. Also Orientierung plus 7. Richtig. Die Ableitung mag regeltechnisch eine andere sein, aber ja, bevor ihr euch hier gar nicht zurecht findet. Und wir würfeln das Ganze in die Box, weil wir reden hier von Orientierung, jeder steuert eine eigene Meinung bei und... Nee, die anderen beiden assistieren mir, das habe ich extra gesagt. Das ist ja sozusagen das Assistenzsystem. Also, ich kenne ja eigentlich nur die Karten vom Meer. Sehen eigentlich genauso aus. Ich glaube, der Wolkenzug ist hier auf dem Land aber etwas anders, vor allem mit dem Gebirge hier. Ich schätze... An dieser Spitze eingestiegen sind hier in den Berg, also Sesh Atal zwischen Dorfmann und Raskan. Einen Moment. Oder ein Stück weiter hier unten. Ja, falsche Karte. Steuerung F. Wir benutzen diese Karte. An dieser Karte könnt ihr euch jetzt gerne austoben. Ich schaue mir gleich die Werte an, die in die Box gewürfelt worden sind. Ich werde jedem einen eigenen Tipp geben und dabei kann dann auch die Beachtung von Gehilfen für Rodrigo gewertet werden, aber das Ganze nach der Pause. Also Rodrigo, dass die Farbe aus dem Bart, die will nicht rausgehen. Ja, gut dann. Mach den Bart ab. Ich meine, er ist schön, aber was sollen wir machen? Wenn wir da das Dings infiltrieren wollen, dann werden die uns für Dings halten hier, für Maraskana mit einem gefärbten Bart. Das wird uns unsere Tarnung auflegen lassen. Mhm. Also gut, du kannst den Bart erstmal so lange dran lassen, bis zu dem Zeitpunkt, bis wir wissen, dass wir das, was ich jetzt gerade sage, überhaupt möglich ist. Warte erstmal ab. Vielleicht geht die Farbe einfach nur viel später raus. Und vielleicht haben wir gar keine Möglichkeit zu dem, was ich jetzt gerade sage, dass wir da irgendwie infiltrieren können. Weil wenn wir nicht infiltrieren können, im Kampf ist dein Bart, naja, da ist der egal. Da hilft der uns nicht und da schädigt er uns aber auch nicht. Hast du schon mal die Effert-Statue aus Havena gesehen? Na, eigentlich... Welche? Ich war dort in einem Effert-Tempel, aber in dem kleinen nur, nicht in dem großen. Also dort sieht man es halt am besten. Aber eigentlich ist es bei allen Effert-Statuen oder Bildern so, dass wenn er in einer menschlichen Gestalt gezeigt wird, dann hat er immer diesen prächtigen Bart und... Also ich würde mich nur ungern von ihm trennen. Ich glaube dir das, der steht dir auch total gut, finde ich. Aber das heißt ja nicht, dass wenn unsere Mission sagt, wir wollen hier ganz gern den Dämonenanbetern in den Arsch treten, dass wenn der Bart weg muss dafür, dass wäre das doch auch trotzdem eine Effert-gefällige Sache. Ja, also allein, weil wir Dämonenbündler in den Arsch treten. Und wenn wir ihnen das Endurium klauen, womit sie sozusagen jetzt hier Dämonenwaffen herstellen oder solche Scheiße, allein dann bin ich schon stolz darauf. Aber warten wir erstmal ab. Wie gesagt, bisher ist ja noch gar nicht sicher, ob wir da irgendwie die Chance zu einer Infiltration überhaupt bekommen.
Ich hätte es ja gerne, aber das sind bisher Wunschvorstellungen von mir. Bisher weiß ich auch noch gar nicht. Wir müssen erst mal gucken, was er erwartet. Ich will dir nur sagen, dass du dich darauf vielleicht vorbereiten musst, dass der Bart vielleicht ab muss. Ich denke, du verstehst, was ich meine. Mein Bart sollte so oder so haben. Er sieht lächerlich aus. Also ich finde den Bart hier total passend und tarnend unter den ganzen Maraskanern. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich ein paar Tage bei dir gesehen habe, dachte ich mir, okay, wenn wir im Buchan sind und ich würde mich als Maraskaner ausgeben wollen, ich würde mir auch nochmal den Bart färben. Würde ich auch tun. Aber das ist hier total. Du musst hier rumlaufen wie ein bunter Papagei, wenn du dich als Maraskaner tarnen willst und ja. Das hast du bisher gut gemacht. Borgwurm meldet sich. Ja, aber ich habe meinen Bart auch gefärbt und warum ist denn der jetzt von Ephadaios nicht entfärbt? Bei uns allen ist es doch rausgewaschen. Ja, vielleicht hat Ephadaios eine andere Farbe bekommen oder so. Die hat noch, glaube ich, mehrere Töpfchen da. Nee, ist schon alle gleich. Vielleicht hat Ephadaios mal wieder Farbe. Möglicherweise die schlechte Farbe erwischt. Also ich wasche meinen Bart nie mit Seife. Ich glaube, das ist nicht gut für die Haare. Ach, das Prinzip von Seife wird sich sowieso nie durchsetzen. Glaube ich auch. Ich habe gehört, in Gareth setzt es sich so langsam durch unter den Adligen. In Gareth war ich kurz, aber na gut, die Adligen, damit hatte ich jetzt nicht so viel zu tun gehabt. Die sind auch alle ziemlich weich, muss man sagen. Weich? Wie meinst du das? Ach. Du meinst, weil die so zarte Haut haben? Ja, das bestimmt. Die ja, auch. Die können nicht 3 Wochen im Wald pennen, die können keinen Ork in der Nase haben. Ich glaube, die meisten, können das die meisten hier Adligen bei euch irgendwelche Orks verprügeln und im Wald übernachten? Aber natürlich. Okay. Also ich würde gerade sagen, bei uns können das auch die wenigsten Adligen. Weil sie bei euch auch nicht vernünftig ausgebildet werden, wahrscheinlich. Wir werden heute einfach viel zu wenige Leute zu wittern. Adlige waren doch nochmal die ohne irgendwas dafür zu tun, über andere herrschen, oder? Ohne das etwas. Ist, nein. Ohne etwas dafür zu tun! Das ist die Primogenitur, das Recht des Adels, oder beziehungsweise das Praios hat ja irgendwann sich entschlossen, wie diese ganze Struktur für uns Menschen laufen soll. Und diese Struktur ist sehr wichtig, denn ohne Struktur versinken wir im Chaos. Der Herr und Praios und die Herren Ronda haben uns aufgetragen, über das einfache Volk zu wachen, und genau das tun wir. Genau, ohne ihr wacht uns über würde das alles im Chaos ihr beschützt versinken. Das einfache Volk, das ist der ganze Trick dabei. Dafür ernährt euch das einfache Volk und sorgt dafür, dass ihr sie beschützen könnt, indem sie zum Beispiel eure Armeen auch füttern. Natürlich, das ist ja ein Geben und ein Nehmen. Das ist ein ganz vernünftiges System, Kasim. So ist warum es. Geht Seht es euch doch nur mal Volk, um, was passiert, wenn man schlecht. Irgendwelche falsche Adlinge auf den Thron setzt. Hier in Schwarz-Dorien, hier auf Maraskan. Schaut euch um! Also hier auf Maraskan sitzen gar keine Adligen auf dem Thron. Richtig! Da, wo nicht die Ungeschaffenen herrschen, funktioniert es wunderbar. Aber diese Lady Majida ist doch eine Könige. Ich glaube, die hat sich selbst dazu ernannt. Also keine Ahnung, auf jeden Fall. Hier werden die Majida Götter so wenig angebetet, dass ich sagen würde, hier läuft sowieso irgendwie alles schief. Majida ist eine der hässlichen. Genauso wie Hafax. Ist Rodrigo auch, trotzdem halten wir ihm das nicht dauernd vor. Aber dort, wo ich herkomme, in meiner Schule, werden Entscheidungen gemeinschaftlich getroffen, von allen. Die Großmeister geben zwar schlussendlich den Ton an, aber... Wie funktioniert das in einer Stadt, wo du mehrere 10.000 Leute hast? Also Gareth hat annähernd 100.000 Menschen, soviel ich weiß. Wie fragst du 99.990 Menschen, wenn einer eine gute Idee hat? Kannst du dir die Zahl vorstellen? Ich meine, du bist bestimmt gelehrt genug, um das zu tun, aber überleg dir, wie viele Menschen das sind. Du brauchst mehrere Tage oder Wochen, um jeden zu fragen. Man bestimmt einfach jemanden, der es am besten kann. Genau, das ist ja das, was gemacht wird. Das ist ja die Praios gewollte Ordnung. Man bestimmt nicht jemanden, sondern Praios hat den Adel dazu bestimmt. Aber Adlige können doch gar nichts dafür, dass sie adlig sind. Mopane nickt einfach. Praios hat sie ausgewählt. Mopane nickt. Nein, man sollte nicht von Geburt an herrschen, sondern der Weiseste sollte es tun. Der Weiseste? Natürlich, naja. Der Weiseste. Praios hat, doch, genau. Praios hat doch den Adel und zum Weisen gemacht. Und deswegen verleiht Herr Praios uns auch die Weisheit zu herrschen. Also ich meine, ein Adliger wird doch so erzogen, dass er herrschen kann. Er versteht was von Mathematik, er versteht was von den Arten, wie man sozusagen richtig herrscht, wie man die Mittel einsetzt, die man hat. Das weiß doch der übliche Bauer gar nicht. In aller Anfang. Das ist auch gar nicht schlimm, dass er das nicht weiß, aber deswegen ist doch das Prinzip so gut und so fehlerfrei von unseren Göttern. Das hat vor langer Zeit funktioniert.
Vor langer Zeit hat das funktioniert, aber in der Landwehr herrscht Inzucht, weil sie immer unter sich bleiben wollen und diesen Adel nicht abgeben. Und mit dieser Inzucht werden die Kinder dumm. Das weiß ich nicht genau. Inzucht ist auch etwas, was die Travierkirche, wo sie sagt, das sollte man nicht tun. Und ja, ich meine, man stellt sich dann gegen Traviers Gebote und muss sich nicht wundern, dass irgendwie die Götter einen mit Dummheit strafen. Das ist doch ganz normal. Stellen sich auch schließlich gegen die Gebote des Herrn Boron und machen sogar noch ihre eigene Kirche draus. Ja, das auch noch. Genau, vielleicht ist auch deswegen die Schuld, warum die so dumm sind. So wurde Potro geboren. Potro steht auf und schlägt Mopane in die Fresse. Ich meine, Wow! fragt mal Viborn, selbst der mag die verfluchten Südländer nicht und er kommt von da. Was Ich heißt denn weiß über verfluchte die, dass Südländer? Ich die bin auch Sklaven Südaventurier. halten. Ihr wisst, wen ich meine. Ja, und also bei uns zum Beispiel ist es so, dass Borun nicht nach diesem Alanfana-Kult angebetet wird. Aber das heißt ja nicht, dass Was ist nicht denn auch der bei uns Unterschied? viele Dinge falsch laufen, aber bei uns herrschen auch die Adligen und. Okay, ich glaube, bei uns läuft so einiges schief. Sagen wir mal, Selem ist kein guter Ort, über den man erzählen sollte. Der Unterschied, Kasim, ist, dass diese Ketzer im Süden meinen, nicht der Herr Praios wäre der König der Götter, sondern Boron. Und das ist, wie jeder Patro. normale Mensch vernünftig sehen kann, natürlich unglaubliche Ketzerei. Aber die, machen Sie so in Anführungszeichen, hohen Herrschaften da unten drücken das natürlich den armen Leuten, den armen Bauern auf. Das Patro, was stimmt. soll denn dieser Mist hier? Ich glaub's ja wohl nicht. Was? Ach, lass die beiden noch. Die kommen sich schon wieder, kriegen sich schon wieder rein. Hat mich Nee, beleidigt, das ja? ist. Das ist Ja, doch er nur hat mir Spaß Söldnergefummel. gemacht. Das ist doch nur Söldnergefummel. Es ist so wie in Schwarzdobrien, wo auch die armen Bauern gezwungen werden, die Nicht-Götter anzubeten. Von Aber Hafer zu Mopane ist Troll. einer meiner Matrosen. Otto, wenn du ihn noch einmal anfasst, ist es nochmal mit mir zu tun. Und jetzt möchte ich, dass du dich entschuldigst. Mach ich nicht. Aber, Mopane muss sich jetzt auch bei Potro entschuldigen. Potro ist einer meiner Söldner und Mopane hat was Unhöfliches gesagt. Da muss ich zustimmen. Mopane, du hast ihm die erste Stichelei geworfen. Wer sich beleidigen lässt, ohne zu reagieren, hat sie auch verdient. Das war nur ein Spaß, sagt Mopane. Potro Keine nickt. Entschuldigung, das kann ich dir nicht durchgehen lassen. Dann muss ich dich leider sonst verprügeln. Ich Könnt ihr das mit entschuldige den mich. Alles klar, Bestrafungen nicht super. Haben sich alle vertragen? entschuldigt, sind wir alle wieder eine glückliche Familie. Der Leutnant Ramirez schüttelt den Kopf, als wollte er sagen, was ein Kinderhaufen, und schaut aber dann Ephadaios an. So, haben wir alle wichtigen Entschuldigungsdinge geklärt? Nee. Nie? Bett. Ja, dann, findest du die Farbe von meinem Bart nicht gut oder gefällt dir die Form nicht? Ihr vertretet den Herrn Effort und seine Geschwister auf dieser Welt. Es gibt Ah, ist blau 70 mit doch einem solchen Bart passend. durch die Gegend zu laufen. Ihr macht euch lächerlich. Er ist nicht blau, er ist jetzt regenbogenfarben. Ach so, Also Oberlasch. ich finde den Bart voll klasse, auch gefärbt. Und vor allem dieser gefärbte Bart ist doch auch hier auf Maraskan eine ideale Tarnung. Und Tarnung ist doch das, was wir benötigen, um unsere Mission durchzuziehen, Dämonenbündler in den Hintern zu treten. Tarnung hin, Tarnung her. Ihr müsst den Gläubigen Respekt vermitteln und nicht wie eine, weiß nicht, Hafenhure in Woran durch die Gegend laufen. Oh, Ja, Jala, also die Farbe oder was? der Unterschied zwischen Boran und hier ist, dass in Boran wahrscheinlich weniger Gläubige sind, aber hier außer uns überhaupt keine. Potro verschränkt die Arme. Also ich fühle mich Effert jetzt nicht mehr so nahe mit diesem Bart. Seht ihr? Ich finde, er sollte ihn abrasieren. Potro. Das ist doch wieder nur Stichelei, oder? Wie kann ich denn an, wie kann ich an Effert glauben, wenn das so eine Witzfigur ist? Du brauchst ja nicht an Effert glauben, den Jetzt kriegt er gibt's. von mir einen auf den Hinterkopf. Sag mal, so redet man nicht über Effort. Nur weil unser Effort Daios so aussieht, heißt das nicht, dass Effort irgendwie eine Witzfigur ist. Merkt ihr das? Nein, Ich meine, das kannst du nicht durchgehen. er ist eine Witzfigur. Weil die Ja, anderen aber Geweihten bei trotzdem uns. hat das nichts mit deinem Glauben an Effort zu tun, nur weil er ein Effort-Geweihter meint, mit einem gefärbten Bart rumlaufen zu Lassen Sie müssen. mich doch mal ausreden, Leutnant. Ja, ich meine, Nein! die anderen Effort-Geweihten auf dem Schiff, das sind ordentliche Männer, das sind gestandene Kerle, ja? Aber so ein Typ mit einem gefärbten Bart, ja, der dann singt und tanzt und lacht. Ja, ich meine, gut, das machen die anderen auch, aber das ist doch eine Witzfigur. Okay, alles klar, ich verstehe schon. Was Aber macht das euch denn regeln zum wir echten jetzt Mann? mal ohne Waffen, sondern mit unseren Fäusten. Nur dass ich das noch traust, Potro. Ah, nee, Ihr ich hab wollt dich euch verletzt, tut doch mir jetzt leid. nicht schlagen. Schlagen, wir ringen uns. Ich will dem netten Potro jedoch nicht seine Nase schiefschlagen. Hat er noch schlechtere Chancen bei den Frauen. Und Ja, da lehnt sich bringt ein auch ein wenig großer zurück Penis nichts, und ne, wenn man so eine denkt sich, für die Schreckfresse Show hat. wird es reichen.
Kasim vergräbt das Gesicht in den Händen. Wenn er ein wenig Ehre am Leib hat, muss er jetzt annehmen. Ja. Was heißt denn Ring? Dann prügel ich auch. Schlagen, treten, beißen, kratzen. Alles drin. Ja, los. Jetzt boxt euch endlich, dann haben wir die Sache hinter uns. Wer die ersten zwei guten Treffer landet, hat gewonnen. Entweder in einem Ringmanöver oder in einem Faustschlag, ist doch egal. Oder sollten wir die Kräfte nicht sparen, wenn die Leute sowieso schon. Nein, das muss jetzt geklärt werden. Das ist eine Männersache. Tut mir leid. Initiative. Ich sehe das ehrlich gesagt so wie Washa. Ich finde es total lächerlich, dich jetzt hier aus Männlichkeit auf die Nase zu hauen. Das sind Dinge, die müssen rondranisch manchmal geklärt werden. Rodrigo? Der Zweikampf zwischen zwei ehrenhaften Männern ist. Das hier ist ein waffenloser Kampf, der soll jetzt hier auf zwei Treffer wieder gewertet. Ihr wisst schon, was passiert, wenn die Krankheit richtig ausbricht? Herrin Hesinde, lass Hirn regnen. Nein, es kann Hirn, jetzt regnet es Rondra. Los. Ich habe von Landstrichen in Tobi gehört, wo es Blut regnet. Ihr solltet aufpassen, was ihr euch wünscht. Ihr wisst schon, dass ihr fast alle krank sind und wenn die Krankheit ausbricht, dass ihr daran sterben könnt. Und jetzt ja, das weiß sie, das wissen die beiden, und wenn die beiden nicht kämpfen wollen, dann sollen sie kämpfen. Sie spielen mit ihrem Leben. Wieso kannst du da keinen Riegel vorschieben? Natürlich kann ich da einen Riegel vorschieben, aber das tue ich nicht. Denn ich denke, dass wenn die beiden das unbedingt in einem Kampf klären wollen, die beiden sind damit einverstanden, dann ist die Sache gut und durch. Dann akzeptiere ich das. Ich finde, also das nächste Mal könntest du dich durchaus durchsetzen. Das nächste Mal beschwöre ich einen Eisklin als Intelligenzzuschlag für die gesamte Gruppe. Ja, man bildet einen kleinen Kreis, Dynar feuert an, wird auch sofort dann Wetten einnehmen. Er selbst sagt eine Dukate auf Potro und geht dann umher, fragt nochmal, ob jemand anderes. Washa geht, die guckt sich das nicht an. Rodrigo wettet nicht, er feuert auch nicht an, er schaut sich mit verschränkten Armen an, denn er ist damit nicht zufrieden, aber er weiß, dass er das so geklärt haben will, weil die Leute das so wollen. Gut. Kasim geht auch weg und hockt sich irgendwo mit dem Blick woanders hin. Also ja, dann Washa nimmt nicht mit, um die Karten zu spielen. Ich habe nämlich Karten dabei, wenn du Karten spielen willst. Die einfachen Mannschafter werden auf alle Fälle mitwetten und auch Osko, der leise, wettet mit. Und Rico guckt sich das mit verschränkten Armen an. Alles klar, Potro hat die kleinere Initiative, Potro muss angreifen, er tut es. Ich möchte dann aber vorziehen. Alles klar, zieh vor. Und zwar, ja, mache ich einfach einen normalen Ringangriff. Ja, das kann er parieren. Er schlägt deine Faust beiseite, wenn du gerade greifen willst, und landet dann selber einen raufen Angriff. Mhm. Den möchte ich parieren. Das ist Raufen gegen Ringen, was da kämpft, ne? Aktuell gerade, Frosty? Ja, Moment. Hast du denn, darfst du denn von Ringen auf Raufen wechseln? Nein, ja, nein. Natürlich. Nein, du musst jetzt mit Ringen parieren, außer du hast zwei Kampfsonderfähigkeiten. Also wie jetzt hier zum Beispiel, du hast Gladiatorenstil und Dingstil, dann darfst du in einer freien Aktion zwischen den Kampfstilen wechseln. Ansonsten richtig. Du musst einen Ring machen, gerade, weil du eine Ringattacke gemacht hast schon. Also brauchst du einfach so wechseln. Ja doch, haben wir doch gerade gehört, wenn man die eine, es ist waffenlose Kampftechnik gelernt hat. Zwei Stück musst du beherrschen. Schau kurz nach. Ich vermute, kann nicht mit nicht. Einer Aktion in seine Technik wechseln, die er schon gelernt hat. Ich meine, du kannst nur pro Runde wechseln, oder? Nee, normalerweise braucht eine Aktion Positionierung, um sich zu wechseln. Das ist ja eine Attacke oder eine Parade, die man aufgibt. Aber wenn man zwei waffenlose Kampfmanöver kann von diesen Techniken, dann kann man das auch in einer freien Aktion machen. Das geht aber nur im waffenlosen Kampf dafür. Waffenmeister kannst du natürlich auch lernen und dann geht das auch. Genau, Waffenmeister kannst du auch alles erlernen. Aber du bist kein Waffenmeister-Ring auf. Ja. Okay, also ich habe nur eine. Ich habe nur eine gedacht. Dran. Und mit meiner Ringparade hätte ich das nicht geschafft. Okay. Dann haut er dir jetzt auf die Schnauze. Für 7 TPA. Hälfte also sind 4 SP. Echte. Wo trifft er denn hin? Rüstung hast du nicht. Na, Rüstung haben wir alle, glaube ich, keine. Viborn hat er eine. Dann vertäuscht er oben vor und macht wie so ein typischer Boxer, einmal antäuschen und dann tritt er dir voll gegen Schienbein. Ah, okay, einer für dich. Er würde wieder angreifen, nächste Kampfrunde. Ich ziehe vor. Alles klar. Machen einen Griff, den ich mir um 3 erschwere. Ja. Seine Sachen sind jetzt um 3 erschwert. Nur wenn er die Parade nicht schafft. Möchte mir jemand einen Schicksalspunkt geben? Nein.
Nein, wir haben nur noch 3, 4. Für die Prügelei vergib ich nicht meine Schicksalspunkte. Schade. Alles klar, dann kannst du ihn greifen. Gut, ja, bei ihm sind es die Sachen um 3 erschwert. Kann er aber er kann trotzdem einen Angriff machen. Alles klar, dann greift er sich an. 3 erschwert, trifft er. Aber warte, ist er krank oder ist er nicht krank? Ich dachte, er ist auch krank. Er ist genauso krank wie du. Okay. Oh, er hat Raufen 16, okay. Ja, dann versuche ich das zu parieren. Klappt auch. Ganz knapp kein. Nächste Kampfrunde, ich möchte wieder vorziehen. Was meint ihr, Rodrigo? Griff, verstärken. Nochmal um 3. Deine Gnaden ist ja ganz schön im Bedrängnis da drin. Okay, jetzt hat er eine. Nee, hat er nicht. Nee, hat er pariert? Ich weiß nicht. Warte, er hat eine 2er Erschwernis durch Kranksein und nochmal 3 durch meinen letzten Griff, ne? Ja, die Erschwernis vom Kranksein habe ich jetzt für alle wieder rausgenommen. Dementsprechend. Also, wenn du die drin haben willst, die gilt dann für dich auch, weil du bist auch. Ich hatte sie auch bisher gerade eben immer drin. Ah, okay. Er hat eine 3er Erschwernis und eine 2er durch krank, das reicht trotzdem. Nee, er hat doch. Also, deine 6er ist noch nicht 12. Drin. Nein. Ja, genau. 3 runter ist er bei. Achso, ist er bei 9 und durch die Krankheit, dann muss er auf die 7 landen. Nee, okay, dann hast du recht. Dann ist er jetzt erschwert oben 6 Punkte. Genau. Dann ist er wieder dran. 20. Das ist minus 6, minus 2. Dann ist es. Die 8 muss er. Dann ist es immer noch kein Patzer.